Wir starten direkt rein mit der zweiten Calvin und Marvin Game Master Reaction für heute. Let's go! Let's go! Was Ja, passiert? das hatten wir eben gesehen. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Ui. Schon das nächste Geschenk vom Game Master. Und die Tür ist auch offen, perfekt. Scheiße, was ist hier los, Mann? Ey, langsam, langsam. Wenn der hier ist, geh auf den drauf, ne? Spürst du? Ich geh auf den drauf. Sorry, nicht falsch denken jetzt hier. Alles sauber. Genau da. Und dieses Paket, Leute. Oh, wenn du das sehen weißt, lass das wieder lieber zuerst öffnen, bevor es noch irgendeinen Hinweis für den Schatz gibt. Sollen wir das zuerst öffnen? Ja, ist am besten. Wer weiß, was das ist, Alter. Wir müssen genau. Echt aufpassen. Okay, zieh dich erstmal aus. Ich zieh mich erstmal um, meine Sachen sind voll nass, ja? Ja, bei mir auch. Sollen wir zuerst das Paket öffnen oder was sollen wir zuerst machen? Sollen wir jetzt dieses Paket öffnen? Mann. Falls ein Hinweis fehlt oder so. Ne? Ja. Und jetzt so falscher Alarm ist gar nicht vom Game Master. Das wär's ja. Ich hab hier ein Messer. Machst du das auf? Aber vorsichtig, ne? Muss echt aufpassen. So, machst du jetzt mal den Seiten auf. Wusste ich doch, falscher Alarm, lol. Ich hatte so vergessen, Digga. Ja, viele haben vielleicht gesehen, unser Profilbild hat sich geändert. Und dazu gibt es jetzt den passenden Merch zu unserem Profilbild. Ah, da haben die den also. Das sind die neuen Charakter damals. 2.0. Genau. Die sind übelst fresh geworden. Wir haben uns aber auch lange Zeit gelassen. Wir wollten uns richtig Cooles raushauen. Genau. Haben wir nochmal geupdatet. Genau, die neue Version. Unsere Hoodies zugeschickt bekommen. Richtig. By the way, Leute, ich werde mir demnächst auch Merch von ihnen holen. Also, so zwei Hoodies oder so, je nachdem. Mal gucken, wann ich das mache. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Werdet ihr ja dann schließlich sehen. Fresh? Ja, Mann. Können wir auch eigentlich schon mal anziehen, würde ich sagen. Das Kevin, jetzt, man erkennt das. Aber den gibt es, glaube ich, nicht mehr bei ihrer Shopseite. Naja, mal gucken, was ich mir da hole. Da kommt ihr zum Shop und zu den Hoodies. Richtig geil geworden, also wirklich geil. Ja. Könnt ihr gerne abchecken, Leute. Und übrigens, so sieht er angezogen aus. Bam, Leute, hier ist er. Hier ist das Logo-Print richtig cool, also auch mit einer guten Qualität. Und die Hoodies allgemein haben jetzt auch eine neue Qualität. Egal welchen Hoodie ihr holt, auch wenn ihr die Faust holt oder so, die Hoodies haben jetzt eine bessere Qualität. Der Shop hat sich bei uns verbessert, richtig geil. Genau, also jeden Hoodie, der cool, kauft, ein Grund mehr zuzuschlagen. Genau, und wie gesagt. Na gut, das Video war ja vor 4 Jahren hier. Auf jeden Fall ab, würde uns freuen. Okay. Und sagen, aber ich hole mir trotzdem was, mal gucken. Ja, Mann, der ist ja noch in dem Rucksack. Schon mal in den Rucksack? Ja, Mann. Okay, Mann, der Schatz, bist du bereit? Ja, Mann. Okay, dann packen wir ihn aus. Echt gespannt.
was da drin. Aber den Hoodie, den Calvin anhat, habe ich noch im T-Shirt. Ich habe die alten T-Shirts noch alle hier, aber. Und die werde ich auch nie wegschmeißen, ne? Aber egal, anderes Thema. Warte mal, pass mal auf. Der ist halb offen. Oh. Ich glaube, wir haben uns ja bei einem Schneesturm übelst oft hingelegt, ne? Ja. Also wir sind oft hingeflogen und ich glaube, der ist. Ja. Ey, warte ganz ruhig. Ist das jetzt der nächste Fluch kommt, oder? Ja. Ey, Digga. Leute, was meint ihr, ist da drin? Schreibt's jetzt, genau jetzt in die Kommentare. Ich bin gerade so. Was meinst du, was da drin ist? Ich werde schon sagen. Ich habe Comics geschrieben, die Voodoo-Puppen sind da drin. Oh, das nice. Ja, das könnte sein. Aber warum sollte er euch die geben? Hab ich in den Comments oft gesehen. Ja. Mit Daumen hoch. Nice. Oder wieder Geld? Oh, ich weiß es nicht, ne? Ey, Digga. Aber wir haben jetzt nichts falsch gemacht. Der kann uns ja nicht bestrafen oder so, ne? Der ja. Game Master, es ist aufgebrochen. Ja, wir haben jetzt sicher auf den Schlüssel gewartet und. Game Master, falls du uns siehst, wir haben das hier nicht selber gemacht. Ja. Also, wir können ja nichts für. Ich, dass er wieder sagt, ist aufgebrochen. Ja, so. Gibt wieder Konsequenzen. Das Schloss ist sogar noch zu. Mensch, auf die Konsequenzen. Okay. Okay. Ich würde sagen, du drehst jetzt ganz langsam um. Soll ich das einfach so aufmachen und dann, damit es rausplumpst? Ja, mach ganz langsam. Rausplumpst. Oh, da sind die Voodoo-Puppen drin. Zwei! Meine Voodoo-Puppen. Ich hatte doch nie meine. Ah! Das ist Calvin. Ey, ich schwör. Das Calvin! Oh, wie süß! Die Calvin-Puppe. Und die Marvin-Puppe. Ah! Okay, ah! Ah, bist du. Was schmeißt du mich hin? Bist du doof? Ey, das sind unsere Voodoo-Puppen. Warum gibt ihr uns die? Wir können die jetzt beiseite schaffen. Ja, warum gibt ihr euch die? Komisch. Warum gibt ihr uns die denn? Ich verstehe es nicht. Was soll das bedeuten? Leute, warum gibt ihr uns die? Aber. Wir können die gar nicht aufschneiden, weil das tut uns ja auch weh. Leute! Wenn ihr wisst, wie wir die aufschneiden können, ohne dass wir uns verletzen und unser Nagel und unser Haar da rausholen können, schreibt's bitte in die Kommentare, das blenden wir dann auch ein im nächsten Video. Wir müssen die irgendwie aufschneiden. Ich glaube, der will, dass wir richtig experimentieren, wie wir das rausbekommen. Ja, weil deswegen, so, Leute, ihr müsst uns helfen jetzt. Ja, mal bitte Tipps in die Comics, wenn ihr was eine Lösung wisst. Ey, dreh dich mal um, dreh dich mal um. Komm, mach mal den Test, ich dreh mich um. Mach den Test jetzt. Mach mal eine Puppe. Wo hast du das gespürt? Linke Po, mach jetzt zweimal. Auf den Arsch. Ich tipp dich jetzt an. Sag mir, wo das dann war. Ah, rechte Hand. Ey, das stimmt. Hat's geklappt? Ja. Leute, ey, komm. Dreh dich noch um. So, bist du ready? Ich werde jetzt was anfassen. Du musst dir sagen, genau wo. Ja. Nackenklatscher. Du hast mir die Klatsche gegeben. Ey, hör auf, Mann. Das klappt wirklich. Hör mal bitte auf. Okay. Das hat echt wehgetan. Dreh du dich jetzt um. Nein. Doch. Nein, jetzt können sie sich mobben. Verstauen, sicher. Guck mal, Ali, das Messer, bist du verrückt, Mann? Alter. Weg damit. Komm, schlitz dich auf, komm. Hey, Leute. Schön. Ganz vorsichtig. Die tun wir erstmal wieder zusammen, weil die waren ja auch schön zusammengepresst in diesem Schatz. Ich hab grad Druck auf den Kopf, Digga. Ja, das fühlt mich auch sehr komisch gerade. Okay, die müssen wir ganz sanft hier verstauen. Und Leute, bitte, wenn ihr einen Tipp habt, wie wir den Nagel und das Haar rausbekommen, ohne dass wir uns verletzen, wegen dem Aufschneiden, weil dann würden wir uns ja den Bauch aufschneiden. Deswegen gibt uns einen Tipp, wie wir das irgendwie sachte hinbekommen. Ist so. Irgendwie müssen wir das, irgendwie werden wir es hinbekommen, Leute. Mit eurer Hilfe haben wir schon vieles geschafft. Ja. Wir werden den Game Master auch noch überlisten, aber erstmal müssen wir unsere Puppen safen. Genau, damit wir den wieder angreifen können. Mit selber raus. Ich habe eine Nachricht bekommen. Der Game Master hat geschrieben. Kommt heute um 3 Uhr nachts zum Burger King in eurer Nähe. Drei Uhr nachts? Weiß ich nicht. Da geht die Reise wohl als nächstes hin. Aber nachts, 3 Uhr? Warum? 3 Uhr nachts. Oh, diese blöde Zeit. Ey, der wird sich Angst machen. Wir werden diese Zeit nie machen, diese 3 Uhr nachts immer. Ja, stimmt irgendwie. Werden sie ja heute auch noch nicht los. Schreibt ihnen jetzt einen fetten Daumen hoch. Aber mittlerweile kommt schon gar kein 3 Uhr nachts Video mehr. Leute, wir schauen in die Comments, ob wir das machen sollen. Und wenn ihr dann sagt, geht da hin und Daumen hoch gibt, gehen wir da hin und ziehen es durch, ne? Ja. Gucken, was da von uns bringt. Was macht er denn da bei Burger King? Ich check das jetzt gerade gar nicht, ne? Warum ganz random zum Burger King? Ah, der ist immer so mysteriös, Leute, ihr wisst. Okay, Mann. Dann, soll ich was schreiben? Nee, oder? Eigentlich haben wir die Info der Antwort sonst eigentlich nie, wenn es konkret ist. Ne? Okay, dann Leute, ihr entscheidet, gebt einen fetten Daumen hoch, wenn wir zum Burger King sollen, heute um 3 Uhr nachts. Genau. Und schreibt in die Comments, was ihr davon haltet. Na, weil eher morgen, weil 3 Uhr nachts ist ja schon der nächste Tag. Oh ja.
gibt da Tipps. Ja. Wie wir die vorsichtig irgendwie aufschneiden können. Ja. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, wie man es umgehen kann, ohne dass wir uns selber verletzen, weil das ist einfach nur krass, Mann. Und ja, mal schauen, was ihr schreibt, ob wir zu Burger King sollen. Und dann werden wir das mit der Kamera dokumentieren, wenn alle, wenn ihr wollt, dass wir da hingehen. Dann sehen wir uns ja. Bis zum nächsten Video. Ciao. Peace. Ja, das war's dann auch wieder mit dem Video heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei der nächsten Reaction wieder und sehen, wie es weitergeht. Ciao.